Der amtierende Weltmeister ist raus. In einem Sensationsmatch verliert Michael van Gerwen, 28, gegen Rob Cross, 27, mit 5:6. Es ist die größte Überraschung dieser Darts-WM. Dabei hatten viele auf das Finale gehofft, Rekordweltmeister, 16 Titel, Phil Taylor, 57, gegen eben van Gerwen. Der Holländer war nach der Entscheidung im Sudendiert am Boden zerstört, es tut sehr weh und wird Zeit brauchen, um das zu verarbeiten. Aber ich kann mir nur selbst die Schuld geben und weiter, ich hatte genug Chancen und habe sie nicht genutzt. This hurts a lot and will take time to get over, but I only can blame myself. I had enough chances and I did not take them. Alte credit goes to Rob Cross. He played great and is a great player. I am obviously auslay good, but want to say thank you to everyone who supports me and darts. Das Spiel gegen Cross ist lange ausgeglichen, an Dramatik nicht zu überbieten, die Entscheidung fällt erst im 11. Satz, weil Michael van Gerwen patzt. Der Titelverteidiger verpasst 6 Darts auf Doppel 20 und Doppel 10, Cross trifft dagegen die Doppel 4. Im 11. Satz geht es hin und her, erst legt Cross vor, dann legt van Gerwen nach. Es ist schon nach Mitternacht, als es völlig verrückt wird. Michael van Gerwen vergibt ganze 4 Matchouts. Rob Cross kontert dafür auf Doppel 16 und sorgt so für ein Sudden-Death League. Er hat es wieder geschafft. Darts-Legende Phil Taylor besiegt den Waliser Jamie Lewis und steht erneut im WM-Finale. Was für ein geiler Darts-Abend. Bild zeigt die Highlights mit Phil Taylor, Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld und Gary Anderson. Allerdings zeigt der Außenseiter im Moment der Entscheidung Nerven und vergibt zunächst seinen 2. Matchart auf Doppel 16. Van Gerwen bekommt noch einen 5. Matchart und verpasst die Doppel 16 um Millimeter. Wahnsinn, Cross braucht die doppelte 8, trifft und wirft den Weltmeister raus. Cross zu Sport 1, ich habe immer daran geglaubt, wenn ich rausgehe und auf mein bestes Niveau komme, kann ich ihn schlagen. Von van Gerwen gab es noch in der Nacht ein großes Lob, er hat großartig gespielt und ist ein großartiger Spieler. Rob Cross trifft am Montag, 21 Uhr, Sport 1 und im Bild Liveticker, auf Phil Taylor. Tipaue besiegte bei seiner 29. WM-Teilnahme Jamie Lewis, 26, mit 6:1 Sätzen. Schau alle Darts-Spiele live auf DAZN im kostenlosen Probemonat.